Es war ein langer und beschwerlicher Weg und ein unglaublich gutes Campingabenteuer. Unsere Abenteuer beim Hawk Peak sind so gut wie abgeschlossen. Die Spitze des Berges ist fast erreicht. Wir haben 10 goldene Federn, mit denen wir die Spitze erklimmen können. Verdammt! Ich wollte wirklich ein Foto von der Spitze aus machen. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt tun soll. Ich habe gehört, dass es eine weitere Route gibt, wenn man die dunkle Seite des Bergs entlang geht. Aber die hat man vor langer Zeit zugemacht. Ich frage mich, kann man sie trotzdem benutzen? Ich weiß nicht, ob ich es für dich herausfinden kann. Ich könnte ja einfach fliegen. Die Option steht dir leider nicht zur Verfügung. Wenn du einen Weg nach oben findest, kannst du es mich wissen lassen? Sicher! Ich komme dann nochmal zurück. Eigentlich sollten wir füreinander da sein. Gucken, ob es da wirklich eine andere Route gibt, einen anderen Weg, den unser Kumpel da einschlagen kann. Ich flieg mal von der Seite aus hier rüber. Vielleicht erspähen meine müden Vogelaugen irgendetwas. Ein kleiner Hinweis. Das hier war damit bestimmt nicht gemeint. Oh, Moment, da unten das. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ach nee, Moment, das ist nur die... Können wir das vielleicht trotzdem aus dem Weg räumen? Nein. Ja, so viel dazu. Tja, theoretisch müssten wir ihm ja auch eigentlich gar nicht helfen. Doch, hey. Wir haben die ganze Zeit gerne den Problemen und Sorgen anderer zugehört und geholfen, wo wir konnten. Warum also sich nicht noch einmal die Mühe geben in diesem Let's Play? Auch wenn es nicht garantiert ist, dass ich die Lösung für sein Problem finden werde. Eine dunkle Seite, die dort entlang führt, sagte er. Na, komm, 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 bitte, 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 bitte. Vielleicht sollte ich doch erstmal selber versuchen, die Spitze zu erreichen. Oder, anderer Plan. Ich gehe erstmal ganz normal meinen Weg, den ich für mich gehen könnte, und schau, ob von dort aus noch irgendwas anderes nutzbar ist. Oh, Moment, Moment. Jetzt habe ich einen anderen Plan. Er meint doch sicher das hier. Dass dieser Weg nochmal nach oben führt und wir nochmal oben dann separat den Weg freischlagen müssen. So würde das für mich gerade am logischsten klingen. Oh. Ich habe ein bisschen zu sehr meine Flügelkraft beansprucht, glaube ich. Kommen wir da noch hoch? Die Antwort auf diese Frage ist ein eiskaltes Nein. Oh, Moment, Moment. Das hier, das sieht doch irgendwie ein bisschen, ein klein bisschen verdächtig aus. Wir haben doch letztes Mal gelernt, dass wir auch ohne Probleme Felsen bearbeiten können. Aber nicht diesen. Hätte sein können, dass er uns da einen kleinen, ja, eine kleine Abkürzung erschafft. Leider nicht. Großartige andere Wege habe ich auch hier nicht gesehen. Vielleicht hier in dieser Ecke? Nee, ich befürchte, jetzt gerade bin ich schon wieder komplett von meinem eigentlichen Weg abgekommen. Das hier, das sieht... Diese Markierung an der Wand. Wenn das überhaupt eine Markierung ist. Ja, ich sollte einfach endlich mal... Mein Freund, weißt du was?
Zuerst muss ich mal selber hier hoch. Danach kann ich gerne eines Tages mal zu dir zurückkommen. Ich habe mich wirklich bemüht. Ich wollte, dass du auch die Spitze des Berges sehen kannst und dein Erinnerungsfoto für die Ewigkeit schießen kannst. Doch, verzeih mir, das muss erstmal noch einen Moment warten. Ist sie das da oben etwa? Ist das die Spitze von Hawk Peak? Die Musik ist verschwunden und die Lichter hier oben erzeugen gerade ganz andere Emotionen in mir. Ja, warum also sich nicht, um das zu feiern, mal kurz die Zeit nehmen und noch einen Fisch an Land ziehen? Damit hätten wir auch unseren letzten Wurm noch verballert und haben noch einen weißen Barsch. Wir hatten noch keinen weißen Barsch. Ja. Tja, aber den extra Weg, die geheime Abkürzung nach hier oben, bleibt weiterhin verborgen. Ich könnte jetzt noch mal eine kleine Runde drumherum ziehen. Vielleicht sehen wir dabei irgendein Geheimnis, aber es sieht nicht so aus. Ich weiß auch nicht mal, ob ich diesen Weg bei meinem Privatspielstand gefunden habe. Naja, wir auf jeden Fall haben unser Ziel so gut wie erreicht. Nur noch ein kleiner Katzensprung oder Vogelflatterer. Und seht euch diese Wahnsinnsaussicht an. Puh. Ich hab's geschafft. Ein Moment der Ruhe. Nur für uns allein. Ach, da kehrt die innere Ruhe in mir zurück. Ja. Hab ich oben etwa Handyempfang? Handyempfang! Oh mein Gott. Wir haben es so sehr vermisst. Hallo? Hi, Claire. Mama. Ich bin so froh, dass ich von dir höre. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, dass du mich anrufst. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ach, Liebling. Ich habe doch gesagt, mir geht es gut. Ja. Aber das sagst du immer. Ja, und ich meine das auch so. Nun denn. Wie geht es dir denn so? Nun, ich bin auf der Spitze von Hawk Peak. Oh, wow. Ah, ich liebe es dort oben. May und ich sind jeden Sommer dort oben hochgegangen. Es wurde auch mal Zeit, dass du dich auch auf den Weg machst. Ja, ich weiß. Du bist so groß geworden. Mein kleines Mädchen verlässt ihr Nest. Ach, du brauchst deine alte Mutter doch gar nicht mehr. Aber ich brauche dich doch. Es könnte niemals sein, dass ich dich nicht brauche. Wenn ich gehört habe, dass du operiert wirst, wird es, oh mein Gott. Na dann, können wir beruhigt sein, dass es der Mutter gut geht. Deswegen haben wir uns so sehr nach dem Handyempfang gesehnt. Damit wir hören können, dass es unserer Mutter gut geht. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Ich wollte, dass du dir keine Sorgen machst. Aber du weißt, dass ich mir damit über sowas sehr den Kopf zerbrechen kann. Ich hätte für dich da sein können. Du bist ja doch jetzt ganz allein. Wirklich, es war nichts. Alles war in Ordnung. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich auch. Warte! Irgendetwas passiert gerade. Ich rieche Aufwinde. Oh,
Sind das die berühmten Hawkpeak-Aufwinde? Sieht ganz so aus. Na dann sollst du dir jetzt einen Ritt gönnen. Bevor es wieder verschwindet. Möchte ich auf jeden Fall. Aber ich bin irgendwie nervös. Claire. Du kannst es schaffen. Ich komme dich bald besuchen, okay? Außerdem. Vergiss nicht, Tante May von mir Hi zu sagen. Sie wartet wahrscheinlich schon die ganze Zeit bei der Hütte. Bye, lieb dich. Lieb dich auch, Mama. Oh, das war jetzt wirklich herzallerliebst. Nicht nur, dass wir hier für uns diese anstrengende Wanderschaft überstanden haben und diese atemberaubende Aussicht genießen können. Wir konnten auch endlich mit unserer Mutter sprechen und erfahren, dass es ihr gut geht. Und jetzt das absolute Highlight zum Schluss des Spiels. Es gibt keine Regeln mehr. Wir können einfach über die Insel fliegen. Wie wir wollen, wie wir lustig sind, bis wir irgendwann unten ankommen. Das, meine lieben Zuschauer, ist einer der schönsten Freiheitsmomente, die ich je in einem Spiel erfahren durfte. Das kann ich jetzt nicht einfach so in Worte beschreiben. Das wäre etwas, das müsstet ihr wirklich selber für euch erfahren. Ich will jetzt nur versuchen, ob ich irgendwie rechtzeitig die Hütte ansteuern kann. Der Startpunkt. Denn um das Spiel offiziell zu beenden, müssen wir zurück zum Startpunkt. Und dieser ist gar nicht so leicht zu finden, weil man gar nicht so weit nach unten gucken kann. Ich meine, wir schweben gerade über dem Meer entlang. Oh, irgendwas habe ich unten gesehen. Ah, das ist das Boot von dem Fischer. Ich verlasse mich mal rein auf meinen Orientierungssinn. Ich meine, wenn wir mehr in diese Richtung fliegen und am besten nicht in die Stromkabel rein, dann könnten wir fast schon wieder bei der Hütte sein. Wir könnten sogar noch spontan diese Schatztruhe da unten aufmachen. Doch. Es ist gerade kein Ende. Oh! Das ist ja ein interessanter Zufall, dass wir uns hier nochmal sehen. Hiya! Okay, okay, also. Ich habe mir eine andere Route für ein Rennen ausgesucht. Möchtest du mitmachen? Sicher. Wo rennen wir denn hin? Ach, zu diesem verlassenen Gebäude im Westen. Naja, zumindest glaube ich, dass es verlassen ist. Nun denn. Ich glaube, wir sollten zur Spitze dorthin rennen. Wer auch immer den Posten zuerst berührt, gewinnt. Na dann. Und wir sollten nur 5 goldene Federn während dieses Rennens benutzen. Das macht die Sache interessanter, aber ich habe das Spiel durchgespielt. Bedeutet dir das denn nichts? Bist du bereit? Ja gut, ich kann jetzt nicht nein sagen. Awesome! Na dann, legen wir los. Ready, steady, go! Und ich muss echt besser meine Flugkünste benutzen. Jetzt gerade habe ich noch die Oberhand. Und zum Schluss geht sogar noch dieser Sieg an mich. Haha! Kommst du noch? Na dann, ich danke dir für dieses spaßige Rennen ganz zum Abschluss noch.
Ja, ich habe das Rennen gewonnen, stelle mich aber wie ein kompletter Vollpfosten an. Mensch, du hast mich schon wieder erwischt. Du hast echt ein paar stylische Moves. Aber ich habe auch ein bisschen geschludert. Ich glaube, das hätte ich viel besser machen können. Möchtest du ein Rematch oder ein anderes Rennen? Oder bye. Wir sehen uns in einem anderen Leben. Und ich wollte eigentlich nicht nochmal mit dir sprechen. Bye. Wir sehen uns. Nur nicht mehr in diesem Let's Play. So, Zeit nochmal den Orientierungssinn auszupacken. Ja, diese Umgebung kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Das habe ich auch aufgemacht. Ich sollte mich eigentlich um die wichtigsten Events gekümmert haben. Ja, da sind gewiss ein paar Sachen, die ich nicht überprüft habe, Charaktere, mit denen ich nicht oft genug geredet habe oder irgendwelche geheimen Schätze, die mir entgangen sind. Und wir können auch mal die Aussicht genießen, weil ich aus Versehen die A-Taste gedrückt habe an dieser Stelle. Ups. Aber so geht nicht nur dieser wunderbare Camping- und Wanderausflug zu Ende, sondern auch mein Let's Play zu A Short Hike. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr hattet mit mir eine spaßige Zeit. Und das Allerwichtigste, Mädel, ich habe deine Muscheln. Sprich mit mir. Hey, ich habe deine Muscheln. Oh, ich nehme sie. Also, was nun? Wie, was? Ich meine, bekomme ich irgendwas? Nö. Mensch, nicht mal ein Dankeschön? Das ist nicht sehr nett. Nun, das muss man halt tun, um zu überleben. Ich habe dir niemals irgendwas versprochen. Stimmt schon, aber haben deine Eltern dich so erzogen? Naja, ich hätte da schon etwas für dich. Einen neuen Job. Oh, danke dir. Ich bin froh, dass du mir diese neue Möglichkeit gegeben hast. Lass mich raten, ich darf dir jetzt 30 Muscheln besorgen. Ich habe schon einen Job. Nun, dann wird das eben dein Nebenjob. Und was ist, wenn ich ihn nicht annehme? Naja, das ist dein Verlust. Gute Arbeit ist schwer zu finden. Also, was wird es sein? Ich höre wenigstens mal zu. Sprich dich aus. Gut. Nimm das. Oh, eine Muschelhalskette. Und bring sie zu Ranger May. Das ist alles. Puh. Na gut, na gut, na gut. Ranger May sollte doch eigentlich auch hier in der Nähe sein. Damals haben wir dort unsere erste goldene Feder gekauft, meine ich. Oder eine unserer ersten. Und ein klein bisschen vertraut bin ich mit der Location da jetzt doch hier. Da unten war noch der andere Camper, der seine wohl teure Uhr verloren hat. Die konnten wir auch irgendwie nicht wiederfinden. Sorry. Ich hoffe, du findest dein Hab und Gut wieder. Hey, nach dir habe ich gesucht. Lass uns doch noch mal kurz plauschen. Howdy! Wie geht's? Achso, es war gar nicht von dir die Rede. Hast du noch goldene Federn eigentlich? Nein. War nicht von ihr die Rede? Habe ich mich gerade so mit den Charakteren vertan? Oh, die haben noch einen Hut. Und wir haben genug Geld. Ach, wir nehmen ihn einfach mal. Wir gucken mal, wie der uns so steht. Warum probierst du ihn nicht mal an? Das klingt nach einer famosen Idee. Das machen wir doch glatt. Ach, Tante May. Wir sollten sowieso zurück zum Startpunkt. Ich habe irgendwie gerade an diese Person dort gedacht. Ja, und jetzt sehen wir aus wie ein waschechter Ranger. Ich bin ehrlich, der andere Hut gefällt mir etwas besser. Und mit etwas besser meine ich viel besser. Seht nur, wie gut mir dieser Hut steht. Ich sehe so verdammt stylisch aus. Das muss ich glatt mal meiner Tante May zeigen, denn die hat diesen Hut auch noch nicht gesehen. Und ich soll ihr diesen Anhänger bringen. Also schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh. Jetzt auf einmal, wo ich eigentlich dabei bin, das Spiel zu beenden, sehe ich diese ganzen Geheimnisse, die nicht mehr so viel wert sind für diesen Durchlauf. Aber hey, es ist schön, wenn das Spiel einem im Nachhinein immer noch neue Sachen zu entdecken gibt.
Da kann ich zum Abschluss echt nur sagen, so einen entspannten Campingausflug und gleichzeitig abenteuerlich, das hätte ich auch gerne mal. Ich habe eine Lieferung für dich. Ist von Jen. Oh wow. Die ist ja hübsch. Sie ist so ein liebes Mädchen. All diese Muscheln zu sammeln, muss harte Arbeit gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht mal so einfach ist. Dass man dafür durchaus 7 Let's Play-Folgen benötigt. Ja, doch, das klingt durchaus möglich. Na ja, Ach, vergiss es. Oh! Ich habe mich da gerade an etwas erinnert. Ich habe diese goldene Feder in der Kabine gefunden. Ich glaube, du könntest sie gebrauchen. Ich hätte sie gebrauchen können. Danke jedoch für die Geste. Wow, danke! Das ist echt seltsames Timing. Ist das irgendwie eine Belohnung für das Austragen der Halskette? Nein? Ha! Oh, übrigens. Hast du es ganz bis zur Spitze geschafft? Yeah! Es war echt schön. Jetzt verstehe ich auch, warum du es so sehr magst. Aber es war nicht unbedingt eine kurze Wanderung. Ich bin echt erschöpft. Haha. Nun, vielleicht war das ein bisschen untertrieben. Nur ein bisschen. Es war echt ein anstrengender Tag. Oh ja? Was hast du denn alles so gemacht? Nun, ich habe einen echt seltenen Fisch gefangen. Wann hast du denn angeln gelernt? Erst heute. Wow. Da hast du ja wirklich einiges gemacht. Außerdem habe ich eine Runde Beachstickball gespielt. Was ist denn Beachstickball? Ein Spiel, das die Kinder spielen. Ha, sie spielen immer irgendwas Neues. Ich kann da kaum noch mithalten. Oh. Und ich habe in einem Parkour-Rennen gewonnen. Wow. Was ist denn Parkour? Das ist wie rumspringen und klettern und so. Klingt aber noch Spaß. Naja, und hast du Hunger? Ich werde dann bald mal die Hotdogs rausholen. Nun, ich bin irgendwie total platt. Ich werde mir erstmal ein kleines Nickerchen genehmigen. Alles klar dann. Na dann, du bist mal schön. Werde ich doch nur noch mal kurz Bericht erstatten. Wir haben die Halskette ja erfolgreich ausgeliefert. Wie sieht es jetzt mit einer Belohnung aus? Meine Quellen sagen, du hast die Güter ausgeliefert. Ja, deine Quelle hat recht. Also, was ist jetzt mit der Bezahlung? Okay. Hier, bitteschön. Genieß deine Muscheln. Was soll ich mit 10 weiteren Muscheln anfangen? Sag mal, was ist los mit dir? Naja, ich handle mit Muscheln. Gut, dass wir diese Geschichte auch noch zum Abschluss gebracht haben. Ich hätte sonst nicht in Ruhe mein Nickerchen halten können. Tja, es ist wirklich so einiges passiert. Es hat Spaß gemacht. Doch es war auch anstrengend. Ein kleines Schläfchen tut da bestimmt gut. Ich glaube, es wäre nett, eine kleine Pause einzulegen. Sleepy Time. Alright. Es ist Sleepy Time. The End. Das kam ein bisschen sehr plötzlich. Aber ja, das war Let's Play A Short Hike. Ein kurzes, spontan Let's Play. Widmen wir uns noch letztendlich den Credits. Zum Schluss kann ich nochmal sagen, erstmal danke, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, dass ihr Spaß hattet. Und wenn euch nur ansatzweise dieses Spiel gefallen hat, vom Gameplay, von der Optik, meine absolute Empfehlung, holt es euch mal. Ihr könnt es auf der Switch runterladen und auf Steam für einen durchaus kleinen Preis. Ich hatte sehr viel Spaß damit und denke, wenn euch das anspricht, was ihr gesehen habt, werdet ihr auch eine Menge Spaß damit haben. So. Ich fahre jetzt, umgeben von der Dunkelheit der Nacht, nach Hause und wir sehen uns dann mit einem anderen Let's Play in naher Zukunft wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.